So, weiter geht's. Eine Runde Farm. Ja, Steine habe ich jetzt leider nicht. Gut, dann suchen wir uns jetzt die Höhle. Und die war nämlich hier. Klack, klack, klack. Und mal da haben wir nämlich schon mal Kohle. Ich weiß nicht, ob das respawnt. Ich glaube nicht. Ich glaube, respawn tun Sachen nicht. Also, dass die wieder erscheinen irgendwann. So. Na, jetzt haben wir hier gleich Gegner. Unser Schwert ist auch nicht mehr das Beste. Na, die Schleimis müssen wir ja auch umhauen hier. Wir haben immer noch keine Rüstung. Ob die überhaupt Schaden gemacht hätten an mir. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Oh, wo ist er? Alter, guck mal, die sind alle gefangen. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen kann. So. Hier haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen was. Und dann stellen wir hier mal eine Fackel auf und da... Da haben wir einen mit Rüstung. Vielleicht droppen die ja auch mal eigentlich eine Rüstung. Aber so wie es aussieht, droppt hier keiner mal was für uns. Wäre ja auch mal schön. Ich bin sofort wieder da, einen Augenblick. Okay, da sind wir wieder zurück. Jawolla, jawolla. So, wir müssen viel, viel tiefer. Erstmal nehmen wir uns hier die Kohle mit. Wir hätten uns auch noch eine Schaufel mitnehmen müssen eigentlich. So. Na, jetzt müssen wir noch mal gucken. Ich glaube, das ist, hier kommen wir nicht tief genug. Ich will mal gucken, wo wir uns hier nach unten buddeln können. Ich möchte mir gerne so eine Treppe nach unten, weil zu mir wurde gesagt, ich soll Höhe 12 gehen. Von wo kommen wir denn? Hier ist auch noch unsere Werkzeugkiste. Von der Wetter. Wo geht's hier lang? Okay, einmal im Kreis und dann da wieder. Da ist nur Kohle. Aber das spielt jetzt mir auch erstmal keine Rolle. Jetzt will ich mal gerade gucken, von wo wir kommen. Kommen wir von hier? Ich glaube ja, ne? Nein. Hier waren wir zum Beispiel noch gar nicht. Ja, wir wollen aber nicht nach oben, wir wollen nach unten. So, und das ist jetzt mein Problem. Ich muss jetzt erstmal gucken, von wo ich gekommen bin. Hier ist ganz viel Lava. Ich glaube... Weil hier ist auch noch alles dunkel. Ich muss erstmal hier alles ausleuchten. Da haben wir Eisenerz, das lassen wir aber nicht hier. Auf gar keinen Fall. Wir gehen jetzt einfach hier mal erstmal rumgucken uns, ja. Von wo bin ich denn jetzt runtergekommen? Das macht mich doch gerade jetzt ganz kirre. Dass ich mir hier nie richtige Treppen baue, dass ich weiß, von wo ich gekommen bin. Also wir kommen von hier immer runter, so. Von hier, zack, zack, zack. So, dann können wir uns ja hier eigentlich den Gang nach unten bauen, diese Treppe. Würde ich mal sagen. Und zwar wäre das da. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen scheiße, aber zu mir wurde gesagt, ich soll mir ruhig mal unten so eine Treppe nach unten bauen. Ich hoffe, dass das... Ja, siehst du, da haben wir jetzt schon zu viel weggenommen, denke ich. Ich weiß, wir sollen Steine farmen, aber... Ne, hatten wir doch nicht. Aber wenn ich jetzt Steine farme, in dem Sinne... auf Farm gehe, dann bekommen wir in dem Sinne ja auch gleich Material dazu. So, jetzt haben wir hier eine Treppe.
Den nehmen wir nochmal mit weg. So. Ja, ich hätte eine Schippe gebraucht. Ah, wartet mal. Wir haben doch hier oben die Werkzeugbank, ne? Und habe ich noch... Ach, jetzt haben wir keinen. Aber wir können uns eine aus Stein bauen. Besser als gar keine haben. Machen wir uns auch lieber gleich zwei Stück aus Stein. Na, sorry. Scheiß Vorbereitung, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Ja, dann kann man hier nämlich schön runtergehen. So, zack. Mit der Schippe geht das gleich viel schneller. Auch wenn es so eine scheiß Steinschaufel ist. Aber besser als gar keine, glaube ich. So. Wir gehen ja in dem Sinne farmen für Steine eigentlich. Aber wir brauchen auch Diamanten endlich mal oder mehr Eisenerz, dass ich halt wie heißt es, mir eine Rüstung bauen kann und dies und jenes. So langsam geht's, ist das nämlich schon ganz schön heftig. So. Weiter geht's hier. Hier nehmen wir nämlich jetzt eine Schaufel für. Da habe ich viel zu viel weggeschaufelt, aber da können wir gleich Steine hinsetzen. Hier neben uns ist auf jeden Fall Lava. Ja, das ist eindeutig ein Klotz zu viel. Da muss das wieder hin. Jetzt sieht man wieder gar nichts. Das ist der Nachteil an dem... Quatsch, was mache ich denn? Das ist doch richtig so. So, und das hier muss jetzt weg. So, und dann musst du weg. Und du, und du. So, dann musst du weg einmal, du einmal. So. Dann du, 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 du. Und du. So. Dann müssen wir jetzt den, den, den. Okay. Jetzt haben wir sie endlich weg, diesen scheiß Kies. Dass man, glaube ich, bei dem Shader mehr Fackeln braucht wie üblich. Also wie, als wenn du normal spielst. Aber ich finde das persönlich nicht so schlimm. Und in dem Sinne, wenn wir jetzt nach unten gehen, dann buddeln wir uns ja auch gleich in dem Sinne. Ah, da sind wir unten. Jetzt müssten wir bei 6 sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Und irgendwo qualmt es hier. Da müsste Lava sein, wollen wir mal gucken gehen. Und ist da Lava? Oder hier unter? Hä? Naja, keine Ahnung. So, ja, dann eins bis hierhin. Und hier fangen wir jetzt an und bauen unsere Gänge. Hier machen wir mal so eine kleine Plattform hin. So. Und ab hier fangen wir jetzt an und buddeln uns einen Weg. Ja, fangen wir als erstes an und probieren uns hier einfach erstmal einen Weg zu buddeln. Hier hätten wir schon das erste Eisenerz. Geht ja schon gut los, finde ich. Ah ja, jetzt kommt uns der Kies auch noch entgegen hier. Alte Tortenärsche. So, dann buddeln wir uns jetzt gleich. Ah, nicht mehr draufstehen auf den Sachen. Es kann Lava kommen. So, klack, klack. Da unten wird wohl nichts mehr sein. Wieder schön zumachen hier alles. So. Weil wir sind ja auf dieser Höhe. Und weiter geht's. Ja, da kommt uns jetzt wieder der Kies runter. Das hätte ich vorher sehen müssen. Hätte man eine Fackel drunter stellen können. Ich hoffe nicht, dass hier mal ein Creeper reingelaufen kommt hinter uns oder so. Das wäre das, wo ich mich noch vergruseln würde. So, ja, ich habe Orange noch an, da joinen gerade die Leute drauf, sorry dafür. Ich finde, die Musik ist auch laut genug. Klar, ich habe jetzt nicht so wie andere Let's Play extra für Höhle oder irgend sowas. Sowas habe ich leider noch nicht. Bin froh, dass ich überhaupt schon mal eine Playlist im Hintergrund laufen habe. Sonst haben wir hier nichts, nö. So, weiter geht's. Ich würde sagen, wir buddeln jetzt mal so weit, bis die Spitzhacke kaputt ist. Und dann nehmen wir mal den nächsten Gang. Dann dürften wir auch genug
mir heißt es Steine haben. Das ist ja die Haupt... der Hauptgrund, warum wir hier unten sind. Aber halt auch, um endlich mal andere Mineralien zu finden. Wie Gold oder halt Eisenerz, was wir halt ohne Ende brauchen. Mit uns ein bisschen Eisenerz, was wir da haben, da kommen wir nicht weit mit, Leute. Nur wieder ausbessern und weiter geht's. So. Oh, jetzt haben wir endlich mal wieder Kohle gefunden. Oh, den habe ich vielleicht falsch gesessen. So. Na, Kohle gibt es ja immer sehr, sehr viel. Na, das bauen wir natürlich jetzt noch ab. Da höre ich die Lava. Und in der Lava, in der Gegend von der Lava kann immer Diamanten sein. So hat mir das zumindest mal einer erklärt. Ich hoffe nicht, dass jetzt die paar Stellen hier zu dunkel sind. Ich bin das erste Mal jetzt ja so... Diamanten! Oder? Ja, Diamanten, Leute! Yippie-a-yeah! Diamanten, unser Auftrag hat sich erfüllt. So, ja. Wenn man vom Teufel spricht, dann machen wir doch glatt hier den Gang hier noch weiter. Ja, wenn wir Diamanten finden, dann müssen wir ja noch ein bisschen hier bleiben in dem Gang. So. Unsere ersten Diamanten, die wir gefunden haben. Ja, ich kriege natürlich jetzt keine Achievements dafür, weil ich halt mit dem Spawn halt das ausprobiert haben mit dem Hamachi und dann haben wir eine ganze Zeit zusammen gespielt und dies und jenes, ja. So, auch wo ich am Wochenende jetzt meinen Rechner, also nicht den Rechner, sondern die Minecraft neu gemacht habe, wundert mich jetzt eigentlich, dass ich keine neuen Achievements bekomme. Hm. So, dann hier wieder hoch, zack, zack. Was haben wir denn schon an Eisenerz gefarmt? Da haben wir Diamanten, hier haben wir schon Eisenerz, ein bisschen Kohle. Und Steine sieht auch schon gar nicht so schlecht aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Haben wir schon drei. Ja, so ein bisschen haben wir schon was. Rechts ist auf jeden Fall Lava. Und dass wir Diamanten gefunden haben. Schon sehr geil. Waren jetzt zwar nur 6 Stück, aber aus Kleinvieh wird auch mehr irgendwann. Ich möchte aber erstmal genug Eisenerz haben. Jawohl, Level 30. Jawohl, ist eigentlich nicht. Jawohl, ist eigentlich auch scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, wir haben noch keine Rüstung und gar nichts und bin Level 30 schon. Ja, jetzt sollte ich meine Fackel hinstellen. Ich glaube, ihr könnt nichts mehr sehen. So. Hier haben wir alles weg. Weiter geht's. Schlecht war der Gang jetzt nicht. Nochmal wieder eine Fackel. Weiter geht's. Diese ganze Erde, ne? Haben wir fast schon mehr Erde abgebaut wie Steine oder was? Also, komm, erst gerade vor. So, mal wieder hier eine Fackel. Wir haben hier auch nichts übersehen. Oh, was ist das? Was war das? Das will ich doch jetzt mal wissen. Ah, das sind die Smaragde und gegen die Smaragde kann ich was tauschen bei den NPCs da im Dorf. Da kann ich mir dann zum Beispiel Melonen holen oder halt Karotten. Und dies und jenes. Ein NPC-Dorf müssen wir uns halt eh noch suchen. So. Wo ist unser Gang? Da. Ja, wir sind ja ganz schön tief. Ach, wir nehmen lieber die Erde dafür. So. Da hören wir Wasser.